Ja, Tag zusammen, Glück auf und frisch auf aus der winterlichen Gruger-Welt oder der Winterwelt, Gruger, wie auch immer. Also ich stelle fest, auch hier liegt Schnee und zwar, ja, macht das richtig Spaß. Also ich sag mal so, die Wege sind hier besser geräumt als im gesamten Stadtgebiet. Ja, und wir haben hier immer noch ein paar Wintersportler, die hier verrückt ihrem Hobby nachgehen. ja, und ein paar Musikfans da hinten. Also geil, ich genieße das hier richtig, das macht total Böcke, die Gruger im Winterkleid zu sehen. Das ist wieder mal ein ganz, ganz anderes Bild. Ja, und die Gruger schläft ja nie und vor allen Dingen geht die Gruger auch immer. Und ja, gerade bei Winter ist das ein ganz, ganz besonderer Reiz. Also kommt mit ein Stückchen. Bäckchen abfrieren. Ich finde ja die Gruger zu jeder Jahreszeit reizvoll. Im Winterkleid sieht man sie wirklich nur alle paar Jahre, wenn überhaupt, und dann hält es sich auch nur für ein paar Stunden. Das hier ist wirklich schon besonders, auch bei klirrender Kälte, immer noch ein weißes Winterkleid hier vorzufinden. Also das macht richtig Spaß, die Leute können es ja auch genießen hier, wenn man nicht gerade unterwegs sein muss. Dann hat das Ganze auch seinen ganz besonderen Reiz. Also, mir macht Spaß. Gruger im Winter. Kommt ein Stück mit. Ich finde das auch schön, dass Grün und Gruger hier eine Loipe angelegt hat. Also wer Langlauf-Fan ist, der kommt hier auch voll auf seine Kosten. Was ist das denn? Doch, das Eis! Herzen aus Eis! Das ist ja unfassbar. Ich dachte, das wäre. Papier. Das ist ja Hammer. Ja, Winterwunderland Essen. Wir haben es gerade gesehen. Hier gibt es nicht Eiskristalle, ganz banale Eiskristalle gibt es in Essen nicht. Nein, hier sind Eisherzen am Baum. Wer auch immer das war eine super süße Idee. Ah. Ja, und man kann hier wirklich den Winter voll ausleben. Und wer die normalen Wege gehen möchte, die sind bestens geräumt. Ja, auch in der Gruger Ski und Rodel gut. Eine ordentliche Eisdecke. Drüber kalter Schnee, das ist immer noch klirrend. Kalt. Ja, eine ganz besondere Stimmung.
Und in der Gruga werden weiter Herzchen verteilt. Trotz Eiseskälte. Jetzt haben wir tatsächlich auch eine geschlossene Eisdecke hier, aber Achtung, nicht betreten, Lebensgefahr. Ja, und ich knie hier gerade auf den Steg, hätte ich gerade gar nicht gemerkt. Also nur an einem etwas dumpferen Tritt und einem dumpferen Klang. Also man sieht den Übergang wirklich zur Eisfläche nicht, also Obacht. Jetzt wissen wir auch endlich, wofür hier diese seltsamen Gerätschaften sind. Nämlich, falls mal Eis und Schnee ist, alle paar Jahre im Essen, dann kann man das wunderbar über die Eisfläche legen und den zu rettenden Unterstützung bieten. Also oft belächelt, das ist aber tatsächlich echt sinnvoll. Und nebenan Rettungsreifen. Also oft belächelt, aber siehst ja, irgendwann braucht man es. Hoffentlich dann doch nicht. So anstrengend durch den Schnee zu laufen, aber so kriegt man dann auch mal ein bisschen Bewegung. Und tatsächlich dicke Stalaktiten, Eiszapfen an der Skulptur, Wahnsinn. Ja, das war auch schon mal wieder vom kleinen Winterspaziergang in der Gruga. Ah. Sind jetzt am Gradierwerk und lutschen noch ein bisschen an den Eiskristallen. Sieht super aus.